machen. Ich muss da was mitnehmen. Wo bist du? Setzen wir mal wieder dahin. Zack. Kann das mal immer wieder gefüllt werden. Warte, ich komme sofort mit. Ah, wir hatten da noch eine. Ist da, da drin auch Carrison? Machen wir, stellen wir einfach dahin. Und, oh, passen alle genau mit. Nice. Was ich gucken wollte, wenn wir fern ist. Tschüss. 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 Wir landen direkt hinten im Crafting Table. Ah, weil du Furnace brauchst, ne? Weil die Priorität drin ist. In den Crafting Table. Ja, das geht ja auch bei den Item Ducts. Prioritätsmodul. Aber ich glaube, das werde ich nochmal ändern. Dass sie nochmal normal sind. Weil sonst landet alles da, wo das eigentlich nicht landen soll. Sollte. Ich glaube, das war gerade falsch. Komm, mach doch gleich. Hm? Mach gleich. Mein Inventar gehört kurz. Ach, schmeiß einfach alles rein. Alles. Ich kann mein Inventar nicht. Ich kann mein Inventar gerade nicht lernen. Das brauche ich. Kommt in die Hölle. Das komplett brauche ich hier alles. Gott sei Dank habe ich einen Rucksack. Der ist ja auch voll. Ja, im Rucksack habe ich das alles drin, was ich brauche. Hm, der ist auch voll bei mir. Er wandert, man sieht jetzt hier den Offen. Komm. Man sieht, wo Flash steht. Meine nächtliche Langeweile. Ja, so wie immer. Du bist hier gleich voller Schrecken. Der Herr hat ja auch noch nicht gepennt. Nein. Hey, Knallfeuerwerk. Hallo, Männers. Das ist Money und da hinten ist Herbert. Die zwei Ausgebrochenen. Du weißt, dass du die sogar so benennen kannst, ne? Ich weiß. Oh, Goldschwetter, muss ich wieder reinlegen hier. Ja, und hier haben wir gleich das Mob-Spawn-Farm für Pigman's Wisp, was mein Grundling war. Denn aus dem Wisp bekommen wir hier vorne zwei Beutelchen immer. Da bekommen wir nachher die Knowledge draus. Okay. Die nehme ich dann immer per Hand mit, weil hier ein System hinzubauen lohnt sich eigentlich nicht. Und man sieht so ein bisschen... Du kannst das ja so noch ändern später, wenn wir den... wie heißt das hier nochmal? Ja. Genau das Ding. Ich hab keine Ahnung. Das Teil, das durch die Welt porten kann. Irgendwie so, Tesseract. Ja, ein Tesseract, dann kann man das später da drüben alles machen. Genau, weil hier ist jetzt das mittlerweile. Ist also man sieht 4x128 Buckets voller Mob-Essenz schon. Also er war schon ziemlich fleißig hier. Da oben ist eine Wisp irgendwo. Da ist er. Guck mal, da kommt die Wisp gerade an. Mhm. Also es ist nicht. Ich sag mal nicht so, die haben Freiheit, die können hier rumlaufen, weil ich wollte es nicht mit Core-Werbels austreiben. Das ist schon ganz okay. Jeweils vorhin. Frage der Fragen, ja. Ist noch nicht, wie wir hier eigentlich die Blaze kriegen. Genau. Oh. Weil wir auch unbedingt Blaze-Wats brauchen. Da kam, glaube ich, gerade eine Wisp durch. Die ist gerade gestorben, die Wisp. Und die Wisp gibt mir für Faunkraft noch hier so ein paar Essenzen, die ich auf jeden Fall brauche. Die sammle ich die ganze Zeit hier schon an. Seit wann gibt's? Ich frage nicht, warum ich verzauberte Schwerter hier habe. Oh, Diamant, Emerald. Ja. Ich nehme schon mal die Beutel mit hier. Mhm. Die brauche ich gleich noch für was zum Bauen. Hier haben wir noch Nuggets, das heißt Gold wird auf jeden Fall sehr, sehr viel da sein. Weil die ploppen Nuggets und normalen Gold. Können wir das Stack mitnehmen. Ja. Ich kann eigentlich mein Inventar mal voll machen damit. Was du eigentlich hier machen könntest. Im Autospawner. Ja, sollte ja auch. Skelette deswegen. Also er wird. Skelett wird kommen. Deswegen war jetzt erst. Kommen jetzt noch. Nether-Skelette. Mhm. Also, Wizard-Skelette. Das kommt alles. Deswegen, er wird jetzt noch ein bisschen. Er macht jetzt den. Der hat den großen Tank gemacht. Der hat die 4 Portable-Tanks voll gemacht. Und die anderen Tanks macht er jetzt auch noch voll. Es dauert halt jetzt ein bisschen, weil der andere noch nicht voll ist, glaube ich, ganz. Und man sieht ja, Strom, 15 Millionen, also er jagt auf jeden Fall genug durch. Und in der Hölle haben wir da eigentlich Platz, du brauchst deine für deine Pflanzen, die du machen wolltest. Ja. Und wenn man hier steht die ganze Zeit, dann sieht man schon, oh, Magma Cube kam wieder an. Tschüss, kleiner Magma Cube. Wir werden gleich wieder alle ein bisschen sterben. Zack, sind sie gestorben.
Man sieht, er ist fleißig auf jeden Fall am Arbeiten und genug Material. Oh, Sulfur. Darum kümmere ich mich auf jeden Fall heute noch. Such die. Also ich weiß jetzt, was ich vorhabe. Ich habe. Tschüss. Ja. Ich gehe wieder zurück. Was denn? Ja, kauf den Herbert, ne? Ja gut. Ist nochmal. Und plopp. Oh, ist dunkel. Weil nämlich Herbert und Manni, die sind nämlich durchs Portal gekommen. Ich weiß nicht warum. Was sie auf einmal hier wollten. Normalerweise können sie hier nirgendwo spawnen. Außer auf der kleinen Fläche, wo gerade die Cases waren. Weil das ist alles Half-Step sind. Ich habe mit ganz viel Mühen einfach wieder einen Filler genommen und aufgefüllt alles. Was relativ einfach ging. Mach mal. War für mich der einfachste Weg, daran zu kommen. So, jetzt geben wir dem System noch wieder ein paar Nuggets in der Hand. Nuggets. Nuggets. Ich habe echt gar keine Ahnung, was ich wirklich so großartig gerade machen soll. Deine Crafting-Dinger musst du umwandeln. Deine Crafting-Dinger. Ich weiß nicht, wann kann man. Mit welcher Rüstung kann man wohl den Naga besiegen? Mit der Rüstung? Crafting-Dinger sind doch schon geändert. Reicht eine Dia-Rüstung für den Naga? Glaub nicht. Reicht ein Pfeil am Bogen? Kommt der raus? Weil, dann würde ich nämlich ins Twilight gehen, Flame. Nickel-Ingets, das sind Ferris-Ingets jetzt. Wir machen es einfach mal. Wo haben wir das denn? Jetzt, dass wir sterben können, geht sowieso nicht. Das ist Elektron. So. Die brauchen wir nicht, die lassen wir hier. Das nehmen wir mit. Nehmen wir das alles, das. Torches nehmen wir die Hälfte vielleicht mit. Essen. Nein. Das ist, weil die Priorität hochgesetzt wird, deswegen landen die Dinger da. Jetzt nehmen wir ein paar Dias mit. Geht mit den Sachen auch. Zack. Soll es gar nicht. Dann wird die nochmal. Einmal so. 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 Ganz normal. Eine Hose. Hä? Was? Nix. Hä? Nix, nix. Weiß nicht, ob wir noch eine Spitzhacke brauchen oder so. Ich nehme, wenn nur eine Eisenspitzhacke mit. Oh. Okay. Klatsch. Wir wollen die anderen Sachen nämlich auch rausgepumpt. Dann sind wir noch ein paar Pfeile mit. Und dann sollte eigentlich der Nager ohne Probleme mit Pfeil und Bogen gehen. Eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, ob man da ein Schwert für braucht. Ich nehme jetzt keins mit. Oh. Wir haben wieder einen Holzkopffeder-Farm. Man hört ihn wieder. Und wo ist er? Ist das Skelett? Ja. Das Skelett ist wieder ein Holzkopf, hat wieder Kopfschmerzen. Aha. Ja, dieses Geräusch, dieses du, du. Die irgendwann sowieso sterben, wir sind derzeit noch immun. Die brauchen nur Moment. Ja, die brauchen nur Moment, dann sterben sie. Genau so sieht's aus. Nur ein bisschen länger halt. Ja. Ne, Jungs brauchen noch ein bisschen länger. Ab in Twilight. Ist richtig. Denn in Twilight habe ich Notes markiert, schon mal ein paar. Was ich gefunden habe. Oh, Hundi ist wieder da. Hallo Hundi, na, wie geht's dir? Der kommt auch nicht mit, der Arme. Oh. Der muss ja ganz. Kannst du ihn durchs Portal schieben? Nein. Geht wohl, nicht. Kann ich. Komm. Sagt nein, aber hat's noch nicht probiert. Tschüss! Hundi ist drüben! Bist du drüben, den Hundi? Ich hier nämlich auf Farbe stehen. Hallo Hundi! Ja, das hat kurz geleckt. Ist er da? Jetzt nicht schon wieder zurück ins Portal. Nein. Geh runter. Geh runter. Sein. Mach Sitz. Tschüss. Und sagt wieder durchs Portal. Ich geh jetzt da hinten zur markierten Position Naga. Okay. Hab ich das Home-Ding markiert? Ja, Home-Ding ist auch markiert. Deswegen ist es auch ganz gut, dass wir eine Minimap haben. Weil ich finde mich hier nie wieder zurück. Gar nicht mehr. Doch doof. Weiß gar nicht, brauche ich die Map dazu? Die Magic Map? Ne, brauche ich nicht. Also der Twilight Lich, der wurde schon erwacht, warum der auch wach ist, keine Ahnung, der Affe. Okay. Weil wir haben drei Schlösser in der Twilight Lich.
Schon gesehen. Also markiert sind sie nicht, weil man sieht sie fast schon vom Weg aus. Mach mal die hier raus. Ab zum Nöcker. Ich hole jetzt erstmal die ganzen Module hier wieder raus. Die Prioritätsmodule, das war ein bisschen fail. Weil ich wusste nicht, dass er gleich da komplett alles reinpumpt, wenn er Langeweile hat. Ist natürlich geil. Aber ein Das war Vorteil finde ich nice. bei den Logistikpipes, er müllt nicht alles zu, diese Plätze, sondern er sagt, okay, ich brauche so viele Plätze dafür, so viele Plätze dafür und dann. Ja. Und dafür sind halt auch die anderen Kisten da. Dass du einfach die Items so einstellen kannst, dass das dann alles da drin landet, was er nicht einsortieren kann. Kommen wir denn? Und da, wo halt die freien Plätze sind, wenn du sowas machst, kannst du es einmal durchrauschen lassen und dann wird es da einsortiert. Hier. Oh, wir müssen Da aufhören, hier noch ist Sludge. was. Hey Naga, was geht Da. ab? Ich werde mir gleich noch so eine Brille bauen, dann kann ich mir nicht sehen, wo ich überall was drin habe. Was wo drin ist. Dafür haben wir die Ressourcen jetzt auch. Also ich glaube mit Pfeil und Bogen. Nein, guck mich nicht an. Ah! Das. Das. Über mal rausnehmen, ey, das ist nervig. Ich finde Nager. Ah, nicht auf mich, nicht auf mich. So, Die kleine Sau so. ist wendiger jetzt. Na komm her. Oh. Den, 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 den. So. Komm her. Gut, dass man die noch stacken kann. Und bei denen ist das halt, da müsstest du Schnapp dann dich drin gleich. entsprechend wieder leeren. Zack. Und dass du die dann einstecken kannst. Ups, Naga falsche Taste. Hunter. Hey. Immersiv. Was Nagel Hunter. denn? Der Nagel Hunter. Was denn? Nochmal umstellen Schade schnell. an zu Level. Können wir Pleite Minecraft wollen? Ah, lol, das kann man irgendwo draufsetzen. Nice. Nee. Da war der Nager platt. Ich habe aber doch die Naga-Trophäe. Nee. Oh Gott. Was ich mich Nee, frage ich wollte hier, schon die Scheiße. gibt's hier gar keine Kiste? Ne. Weiß er nicht. Ne, anscheinend nicht. So, wir haben den Naga besiegt, denn eigentlich laut Achievement müsste es ja dann den nächsten geben, ne? Tanya, Teile. Köpfe auf Naga Scale, Chest, Leg and Armor. Okay. Ah, jetzt können wir den Lich Hunter könnten wir eigentlich besiegen. Schauen wir mal, ob wir da dran kommen. Wir müssten nach Hause gehen, da entlang. Das jetzt? Zack. Ganz nett. Man kann die echt nicht aufeinander stapeln, ne? Das ist Hey, kacke. welche? Die Module. Crafting-Module. Ja, die MK3. Okay. Warum kannst du nicht, kannst da oben und unten eine Pipeline laufen lassen, oder nicht? Warum? Kannst ja beide übereinander bauen. Ja gut, Platz ist da hinten genug, man hat gesehen. Nee, davon rede ich doch gar nicht. Warte mal, da ist ein Also die Schloss. MK3-Module. So. Also mit dem Mod habe ich nicht so. Ich habe mir den einmal kurz angeguckt, Logistikpipe. Ah, dachte ich so, ja. Wird schon. Das macht das schon. Also macht das schon. Hey! Der Zauber vom Turm ist weg. Das heißt, wir können hier abbauen sogar. Ohne Probleme. Sieht das aus, wenn ich erstmal hochkomme? So, und da war auch mein Freund Buch vom letzten Mal, was mich da ein bisschen genatzt hat, der Freund. Ups. Mal gucken, ob das funktioniert. Boah, warum leckt denn das gerade bei mir so? Weiß ich nicht. Also ich erforsche nichts, ich kämpfe gerade mit dem. What the fuck? Was?
Sag das so. Guck mal deinen FPS an. Oh mein Gott. 2. 2 FPS? Hm. Toll. Tschüss, Freunde. Ich komme mal später zu euch. Kümmere ich mich aber irgendwann mal so ein bisschen um Twilight komplett um. Wow. Was ist das denn so? Irgendwas überfüllt? Irgendwas geplatzt? Nö. Nee. Wo bist denn bei Logistikpipes? Ja. Geh mal davon weg. Also es kann nicht daran liegen, dass ich im Twilight bin. Das hatten wir ja noch nie sonst. Ich komme auf jeden Fall zurück. Kurz disconnect. Das geht. Jetzt geht's wieder. So. Keine Ahnung, was das war. Helme. Na gut, er weiß nicht, wohin damit. Hey, zack.